Das Grab des Königs Teil 1. Mehrere Teile. Oh, hier draußen sieht es aber schon mal schön aus. Mit den Kerzen und den Grabsteinen. Öffne die Mondtür. Ist denn hier eine Mondtüre? Ich gehe einfach mal vorwärts. Oha, da gibt es ganz viele Verzweigungen. Viele Gräber. Ja, ho, ho, jetzt erwachen die Untoten. Sein. Die erzürnten Geister? Was ist das wie Ratten, weil die so klein sind? Weil die sind ganz klein. Ja, einfach nur so kleine Geisterchen. Elite-Magier. Eigentlich müsste ich den einen Area immer noch viel früher setzen, weil der noch weiter explodiert dann immer. Aber total stimmungsvoll. Schön, gefällt mir. Wird gar nicht so wie so ein klassisches Dungeon. Da ist die Mondtür. Spüre eine seltsame Energie. Besiege die Ritter, die die Mondtür bewachen. Aha, die Mini-Ritterchen! Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie noch so ein Fetter kommt. Die sehen auch schon fett genug aus. Das ist die letzte Warnung. Ich muss dadurch. Jegliche Warnung bringt nichts, weil ich muss dadurch. Unser Überleben hängt davon ab. Das alles Nahkämpfer? Die sahen vorhin aus wie Magier. Da kann ich hier ja mal mit meinen Fäusten schmettern. Jetzt können wir aufmachen. Öffne die Mondtür. Aha, meine zwei Siegel. Ich habe sie dabei. Sie vereinen sich. Öffnen die Tür. Finde den Huhn. Oh, der wird mich bestimmt. Das ist bestimmt ein Boss, der will mich angreifen, ha? Würde mich nicht wundern. Weil er ist ja der Wächter. Oder er stellt mir schlaue Fragen. Das fände ich cooler. Rätselfragen. Ich bin ja die Auserwählte. Kein schnöder Grabräuber. Ich werde nicht zulassen, dass du diesen Ort des Friedens und der Ruhe schändest. Ich will nichts schänden. Weißmagier. Finde Nahun. Da steht aber Weißmagier. Da steht nicht, dass das Nahun ist. Nee, der macht böse Sachen auf dem Boden. Der hält aber nicht viel aus, oder? Ich jetzt noch das auf ihn mache. Okay, das hat jetzt nicht so viel bewirkt bei ihm. Nochmal meine Kanonen. Oh, die gingen natürlich jetzt ins Leere. Ein bisschen so. Ich spiele natürlich jetzt auch auf normal. Oh, das ist ein böser Spruch. Jetzt kriege ich meine Fäuste aber. Oh Gott, wie dramatisch. Das muss ich noch mal kämpfen oder redet? Dein Geist ist stark.
Deine Seele ist würdig, sich der Arche zu nähern. Nähere dich dem Seelenleuchtfeuer. Ein bisschen Rüsi. Nice. Okay, hier drin kann man nicht aufmachen. Okay, da liegt ein Buch. Und hier ist das Leuchtfeuer. Da ist irgendwas darin, ein Gegenstand. Da ist ein altes Buch. Nahuns Arbeitstagebuch. Der verstorbene großartige König Luthera entschloss sich, die 7 Teile der Arche mit ins Grab zu nehmen und so auf alle Zeiten zu versiegeln. Bauarbeiten von nie dagewesenem Umfang wurden ausgeführt und nach seinem Tod bewachte eine endlose Kette von Rittern sein Grab, um den Meister auch nach seinem Tod zu beschützen. Auch ich bin hier, um sein Grab mit meinem Leben zu verteidigen. Ich hoffe, dass der Besitzer der Arche auftauchen wird, so wie seine Majestät es gewollt hat, bevor wir alle uns in seelenlose Gespenster verwandeln. Nahun. Ich glaube, sie sind alle schon irgendwie seelenlose Gespenster, oder? Und was ist jetzt das hier? Hebe die Laterne auf. Eine Laterne, mit der wir vielleicht irgendwas sehen können. Zack. Okay, jetzt haben wir hier. Halten feuere seelenbindende Energie ab, die geradeaus verströmt und Gegner mit minimalen Schaden lähmt. Hebe die Laterne vor dich, um das läuternde Licht zu verbreiten. Fallen lassen. Halte die Laterne und entzünde das erste Signal. Ich werde das Leuchtfeuer für dich entzünden. Folge dem Pfad des Lichts. Okay, einmal quer durch. Ich werde jetzt übrigens keine Mokokos suchen, damit sich das nicht so unnötig zieht. Aber wir müssen noch mal reden. Die Laterne wird Licht ins Dunkel bringen und dich zu König Lotheras Ruhestätte führen. Aber übrigens, die neue Rüstung sieht mega cool aus. Guckt euch das mal an. Und jetzt noch die anderen passenden Setteile dazu. Am Ende dieser Prüfung findest du, wonach du suchst. Ich bin froh. Also sie ist halt echt ein schicker Charakter. Sie hat schicke Sachen. Also Dinge, die ich eher schick finde. Okay, jetzt gucken wir mal. Aber wenn ich jetzt kämpfen muss? Wähle und folge einem Pfad. Linke Tür, rechte Tür. Oha. Gegner habe ich jetzt keine. Wir schauen mal auf die Map. Ich glaube, es ist an und für sich egal. Wir müssen einmal hüpfen. Und einmal so. Und das ist wahrscheinlich irgendwie, welche Art Gegner wir denn haben. Da ist eine Mokoko. Ah, während du ein Werkzeug hältst. Ja, okay. Und wenn ich es jetzt ablege. Ach, das geht wieder nur mit Zahlen. Und dann können wir hier, zack. Das heißt, wir müssen das auch immer schnell ablegen, bevor wir kämpfen. Und dann können wir es wiederholen und weiterlaufen. Jetzt nehmen wir mal den rechten Weg. Rechts. Du Schande. Eine große, sperrige Tür. Okay. Das Grab des Königs Teil 2. Kann ich die nicht irgendwie ins Gepäck packen? Sehr lästig. Ach so, ich könnte ja rein theoretisch mit der kämpfen, ne? Da steht was. Da steht zwar nur geringfügig Schaden, aber wir könnten es tatsächlich mal versuchen. Ob man auch mit der Laterne in der Hand weiterkommt.
Ja, das probieren wir jetzt mal. Benutze die Laterne, um den Siegelstein zu zerstören, der Geister anzieht. Ah ja, da laufen sie. So, und wenn ich jetzt so mache... Ah, haha! Nice. Jetzt muss ich erstmal da hinkommen. Machen wir die wieder platt. Geht übrigens auch durch Drücken mit der Maus. Mhm, okay, das geht. Aber die fanden es jetzt nicht so lustig. Einmal Radius. Kommen die unendlich? Ich dachte, es geht dann weg. Ich dachte, da kommt keine mehr, wenn der Siegelstein zerstört ist. Ich glaube, ich muss einfach schnell wegspringen, oder? Ne, jetzt kommt kein mehr. Wahnsinn. Hier gibt es bestimmt auch noch Mokokos. Aber wenn mir jetzt keine direkt ins Auge fällt, dann hüpfen wir mal weiter. Besiege die Grabwächter, besiege Geisterritter. Okay, hier müssen wir jetzt balancieren. Ist auch ein witziges Konstrukt hier. Aber balancieren kann ich jetzt mit der Lampe. Was macht das hier nochmal? Hebe die Laterne vor dich, um das läuternde Licht zu verbreiten. Och, auch nicht schlecht. Ja, okay. Klopf, klopf. Erfolg abgeschlossen. Muss ich wieder was entzünden? Das zweite Signal. Das ist aber eins weiter. Ist nicht schlecht. Aber ich glaube, da kommen auch immer welche nach, oder? Hört das irgendwann mal auf. Das quellen immer wieder welche. Keine Ruhe. Ich glaube, hier quellen unendlich, oder? Ja. Wir hüpfen mal. Oder rutschen. Oder keine Ahnung was. Hangeln. Okay. Hier. Ja. Nee, das müssen wir nur klicken. Oder so? Können wir nicht anzünden? Nee, wir müssen es runterlegen. Dieses Gebäude wirkt imposant. Wähle und folge einem Pfad. Linke, mittlere, rechte Tür. Ich glaube, die goldene Mitte... Jetzt gucken wir mal, was das für ein Erfolg war. Klopf, klopf, knock, knock. Öffne alle Türen der Wahl. Okay, die zweite Tür. Das heißt, wenn ich nochmal durchgehe, dann nehme ich natürlich die erste. Interessant, okay. Ich würde jetzt hier die mittlere nehmen, die goldene Mitte. Mal gucken, wie sieht das auf der Map aus. Wir müssen dahin wahrscheinlich. Ja, komm, dann nehmen wir mal die goldene Mitte. Das muss ich gleich weglegen. Eine große, sperrige Tür. Du sollst nehmen. Grab des Königs Teil 3. Aus wie eine Ausgrabung. Ich muss eigentlich nur durchkommen, ne? Besiege die Grabwächter, besiege Geisterritter. Ist irgendwann auf? Ah, ne, ich muss das drüben machen. Ich muss wieder einfach nur durch.
Jetzt hier. Flupp. Sei easy mit der Lampe, oder? Klopf, klopf. Die zweite Tür. Jetzt einfach wieder weiter. Also bei dem einen ging es ja, dass irgendwann nichts mehr kam, ne? Sind fast da. Müssen wir sie wieder hinlegen? Dieses Gebäude wirkt imposant. Usch, aber wir sind immer noch nicht... Ah, doch. Wird jetzt geöffnet? Liegt dahinter das Grab? Also ich meine, viel gekämpft haben wir ja jetzt noch nicht. Dafür, dass das jetzt eine Instanz ist. Sind wir mehr mit der Laterne gelaufen und haben Licht gemacht. Aber was schön ist, ist, dass die Laterne halt komplett zu unserer Rüstung passt. Klar, wir haben sie hier drin bekommen. Folge dem Pfad des Lichts. Grab des großen Königs Lutera. Vielleicht ist das jetzt erst die richtige. Richtige Ini? Nee. Finde deinen Weg zur Ruhestätte des Königs. Okay, die Lampe ist fort. Wir brauchen sie nicht mehr. Hier ist hell. Wir haben wieder unsere dicken Handschuhe an. Oh, ein Aufzug. Wie sieht es denn hier aus? Na, jetzt kann man nichts sehen, weil gerade... Oh, was hat da gerade geknallt? Oh, das sieht ja toll aus. Ist er das? Wahrscheinlich. Ihre komische Geräusche. Oh, das ist, glaube ich, nur der Aufzug, ja? Okay, das jetzt einige Aufzüge, sehe ich. Finde deinen Weg zur Ruhestätte. War so klar. Sonnenwächter. Okay, die halten nicht viel aus. Unverwundbar. Was? Und so? Ja, das ist Salzsäule. Erfolg abgeschlossen. Vielleicht gucken. Ja, komm! Au! Ja, der macht nicht viel, weil er nicht geskillt ist. Mond- und Sonnenwächter, okay. So, was war das für ein Erfolg? Salzsäule. Werde betäubt. 12-mal. 10-mal in dem Fall. Was? Bin ich noch nie so oft betäubt worden? Mit dem Charakter? Sieht so aus. Aber wie gesagt, ich bin mit ihr halt voll durchgeprescht. Wie viele Mukokos gibt es denn hier? Ah, hier in dem Part nur 3. Nur. Eine haben wir zufällig gefunden. Kommt halt auch mal drauf an, ob sie gut versteckt sind oder nicht. Letztendlich habe ich wieder welche gefunden, die sehr fies versteckt waren. Oha, oha. Steht den letzten Test, besiege den uralten Dämon Yagan. Es brennt! Schnell lauf! Oh, das ist noch nicht ganz kaputt. Ich komme hier nicht durch. Okay. Ich glaube, das ist eher so ein Geschicklichkeitsparcours. Kann das sein?
dreht sich dann immer so komisch mit. Und ich muss gucken wahrscheinlich... Ah, was ist das? Ah, da ist irgendwas festgebunden. Zack. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich hochklettern. Wo ist der denn jetzt hin verschwunden? Gar nicht verschwunden. Ist mal irgendwie abgetaucht und jetzt spuckt da wieder sein Feuer. Boah, das ist cool gemacht, ne? Schnell weiter. Und dann dreht sich die Map immer so mit. Ausweichen. Ah, die verfolgen mich. Kann ich die töten? Ah, ja. Mit irgendwie so Krebse oder sowas. Hopp. Wird immer gerade so geschafft. Kann ich den hier schon angreifen? Also voll auch wieder dieses Diablo-Dingens. 30, 6. Dann machen wir mal hier ein bisschen Wirbel. Und dann nochmal so ein Ultimate und nochmal ein bisschen so. Der ist ja schon hinüber. Hallo? Der kommt doch bestimmt wieder hoch. So leicht kann das gar nicht sein. Besiege den alten Dämon. Der kommt bestimmt nochmal. Den habe ich nur ein bisschen zurückgestoßen. Und wieder so Ratten. Nochmal. Brennende Ratten. Oh oh, jetzt auch wieder was zu davon. Nee, und so durch. Gibt noch mehr. Sag mal, wer wirft denn die Dinger um? Gibt es bestimmt irgendwelche ganz fiesen Erfolge. Das erinnert mich total an. Wie heißt's denn? Dieses Pestspiel. A Plague Tale. Plague Tale. Greifen die mich jetzt auch an? Ja, sonst werden sie irgendwie immer mehr. Hüpfen wir mal in sie hinein. Da geht's ja nicht. Oh, da ist noch einiges fallen. Können wir was davon brauchen? Ja, leider nicht. Der ist ja ewig hoch, der Turm. Ewig hoch. Und vor allem das untere, wo wir schon waren, wird tatsächlich auch dargestellt. Okay, ich nehme mal an, ich muss den Aufzug nehmen und nicht hier vorne weiterlaufen. Wobei, wir hätten ja mal gucken können, wo wir dann hinkommen. Ah, okay, abgebrochen. Ah, ich wusste doch, dass der noch nicht hinüber ist. Der war viel zu leicht, aber der sieht echt cool aus. Wieso ist hier eigentlich ein Dämon drin? Wieso ist hier was drin, was mit der Arche, die die hatten, doch eigentlich vernichtet werden sollte? Wie kann das sein? Also wenn wir den jetzt genauso schnell töten wie vorhin, muss es mir recht sein. Oh, ich habe schon gesehen, ich hätte gerade in die Mitte sollen. Komm, wir wirbeln mal ein bisschen. Das kommt vorhin am schnellsten. Dann machen wir mal hier unsere Superattacke. Und dann machen wir dies und dann machen wir das. Und dann machen wir hier. Dann ignorieren wir diesen Kreis, der uns nicht viel macht, außer uns zu Boden zu werfen. Und dann tschüss. Der kommt bestimmt nochmal. Uralt steht da dran. Uralt! Aber jetzt sieht er ziemlich... Nee, der lebt noch. Guck, der schnauft noch. Können wir ihm noch irgendwie den letzten Rest geben? Es ist ein Test. Aber wir haben die Lampe nicht mehr. Wie oft müssen wir ihn denn besiegen? Er hat jetzt noch dreimal. Das heißt, er wird auch schwächer. Ich
Betätige den linken Hebel, um die Eisenstange herunterzulassen. Die Stahlstangen senken sich herab. Boah, feste Drehen. Der kommt jetzt nochmal schnell weg. Okay, jetzt wird er mich wahrscheinlich immer wieder angreifen. Oder? Kann das sein? Nö, eigentlich nicht. Der hängt jetzt dahin. Ah, doch. Okay, jetzt muss ich wieder kämpfen. Jetzt hat er wieder 7 Mal. Aber ich finde den jetzt nicht so furchtbar. Also da hat man schon ganz andere Üble. Also denn da kommt nochmal was. Weil der geht wahnsinnig schnell runter. Und dann muss man wieder irgendwas machen. Ja, okay, diese Feuersäulen, die hat er vorhin nicht gehabt, ne? Es erinnert mich ein bisschen an einen Boss, den wir immer hatten in Final Fantasy XIV auf so einem Turm. Wo man auch mal so hin und her rennen musste. Aber voll schwer war. Guck, er ist schon wieder voll. Da ist das wirklich Pillepalle dagegen. Hä? Ah, jetzt kommt doch mal von der anderen Seite. Okay. Nutzt dem aber nichts. Aber kann ich den von hier nicht beschädigen? Nee. Nur von da. Wieder so ein Diablo-Verschnitt. Jetzt wollte ich einfach mal so auf ihn. Ich treffe ihn gar nicht. Der macht irgendwie gar keinen Schaden an mir, obwohl der eigentlich mich trifft. Könntest du mal bitte noch zuschlagen? Jetzt müssten wir eigentlich einmal rum sein, oder? Das müsste jetzt das Gitter sein, das vorhin auf der rechten Seite von uns war. Er ist halt immer noch da, ne? Oh. Okay. Jetzt ist... Okay. Ah, jetzt wird er einmal gelöscht. Er ist ja so ein Feuerdämon, dann gefällt ihm Wasser gar nicht. Oh, die Krallen hier, das sieht ja auch super aus. Die noch glühen und wo dann verglüht. So, kommt jetzt nochmal ein Rätsel oder taucht das jetzt hier auf? Es taucht auf. Deswegen konnte der Dämon vielleicht nicht hin. Was ist da? Die Arche oder das erste Teil. Besiege den uralten Dämon, geh zur Ruhestätte des Königs. Oh, was ist das? Ein weiterer Test. Solche Kristalle hatten wir schon. Ah, die gehen aus. Beschaffe die erste Arche von König Lutera. Errungenschaft freigeschaltet. Wiedergeburt des Schicksals. Ich habe dich schon erwartet, mein würdiger Nachfolger. Du hast mich mit dem Pfad des Lichts ausfindig gemacht. Ich spüre, dass eine böse Aura an Stärke gewinnt. Eine scheußliche Kraft droht die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Sieh das Genesis-Licht, das den Erzdämon Kazaros gebunden hat. Ich gebe dir diese Arche. Beschütze die Welt der Sterblichen mit ihrer Macht.
Es gibt noch 6 weitere Archen, versteckt auf der ganzen Welt. Finde sie und rette das Licht der Welt vor der Dunkelheit. Ich nehme die in mir auf. Wiedergeburt des Schicksals. Erhalte deine erste Arche. Oh, wie krass. Mach mal auf. Das ist eine große, wunderschöne Truhe. Viele Sichelchen hüpfen raus. Schade, dass die schlechter sind, aber wir können mal gucken, wie sie aussehen. Naja, okay. Finde ich jetzt nicht schlimm. Die gefallen mir jetzt nicht so. Sowas Lilanes, was zum Rest passt, hätte mir jetzt gefallen. Okay, was graden wir denn ab? Oh, wir haben nicht genug Punkte. Muss ich mich langsam mal entscheiden, was ich überhaupt alles upgraden möchte noch. Viel höher. Haben wir das Neues dazu gekriegt? Nö. Glaub nicht. Ja gut, dann sparen wir jetzt erstmal. Da stand irgendwas, das im Lager irgendwas Neues zum Beanspruchen ist? Nö. Oh, sprich, Burg Lotera, sprich mit Armel bei der Bibliothek von Termia. Oh, wir haben unsere erste Arche. Aber was mich jetzt echt verwundert hat, dass ich die in mich aufnehme. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie, da war ja immer so ein sternförmiges, ja, so eine, sowas. Und ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie so eine Form. Interessant, guckt mal, hier ist auch dieser Dämon aufgezeichnet. Auch hier überall. Und was ist das hier? War das vorhin schon da und ich habe das bloß nicht gesehen, diese Anzeige? Im Eifer des Gefechts? Was ist das? Ist doch gar kein Tooltip und nichts. Vielleicht wird es ja noch irgendwie erklärt. Weil hier stand jetzt nur... Die Kaderbelohnung wurde versendet. Öffne dein Postfach oder Universallager, um die Belohnung zu beanspruchen. Kristalle. Und Abenteuer, schließe die Hauptquest im Ost-Lotera ab. Okay. Jetzt gucken wir mal hier. Da haben wir noch was dazu eingelesen. Titel haben wir jetzt. Erbin der Arche. Ja, komm, machen wir das mal, wenn wir uns das jetzt so schön verdient haben. Und das sind jetzt noch so Suchsachen und so. Und... Ach hier, Belohnung, Karte Asta. Die Arche des Vertrauens, verborgen von Sternenbote Lotera. Ach, Asta ist die erste Arche? Okay. Gut, ich habe jetzt das Universallager mit diesem anderen da verwechselt. Zack. Nice. Okay, dann düsen wir mal hinaus. Da zur Bibliothek. Nichts vergessen. Schatz haben wir mitgenommen.
So, das war irgendwas Instanzspezifisches, wo ich aber jetzt überhaupt nicht drauf geachtet habe, während der Instanz, dass da oben sowas erscheint. Muss ich dann in der Aufnahme mal gucken. Aber wann das erschienen ist. Von Thermia, sei bitte leise. Amel, ich hab's, ich hab's. Es hat etwas gedauert, aber wir haben die erste Arche gefunden. Ja! Solch eine Legende direkt vor meinen Augen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber heute sollten wir feiern. Lutera hat uns solch ein kostbares Geschenk gemacht. Wir müssen diese aufregende Neuigkeit mit unserem König teilen. Lass uns zu Thyrain gehen. Aber natürlich. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Bei manchen nervt es echt, wenn die immer dieselben Sachen sagen. Oder aber schicke Rüssi. Du bist da. Sagt er immer, wenn ich komme. Oh, du bist da. Großartig. Du hast die erste Arche gefunden. Ja. Ich kann nicht glauben, dass die Arche wirklich existiert. Dein Mut und dein Glaube haben das möglich gemacht. Nehme an, du hast jetzt noch viel aufregendere Abenteuer geplant. Naja, je nachdem, wo ihr mich hinschickt. Und die erste Arche ist nicht jede Arche, ne? Da sind doch noch ein paar andere. 6 andere, oder? Oder wie viele Teile? Ich glaube. Oder verwechsel ich das gerade mit 7 Sternen, Helden? Na, mal schauen. Ich bin enttäuscht, dass ich dich nicht begleiten kann. Tja, du bist jetzt hier an deinen Thron gefesselt. Sowas Dummes aber auch. Ich werde hier bleiben müssen und die Dämonen von der sterblichen Welt fernhalten. Aber du wirst von mir hören, wo immer du bist, solange du gegen die Dämonen kämpfst. Und ich werde im Geist bei dir sein. Wir sind Freunde. Möge das Licht des Ruhms und deine Reise hell erstrahlen. Juhu, und wir kriegen Nahun! Du bist da. Ja, ich bin da. Schickt uns gleich weiter. Nun ist es unsere Pflicht, die Arche zu beschützen. Also mich, oder? Ich bin jetzt die Arche. Laut dem alten Text bewahrten die Sternenboten die Arche in Trixion auf, der heiligen Stätte am Rand der Welt. Ja, da bin ich ja hergekommen. Und das ist das Land der Lasenit, einem Volk, das die Welt überwacht. Um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem alle Archen wieder beisammen sind, gab König Lutera dem Anführer der Lasenit ein Versprechen. Über dieses Königreich müssen Hinweise verstreut sein, die von den Lasenit zurückgelassen wurden, um die Arche zu finden. Das heißt, wir müssen jetzt dahin, sprich in der Bibliothek mit Fudor. Ah, wahrscheinlich damit wir erfahren, wie wir dahin oder wo wir suchen müssen. Kann das sein? Wir müssen gleich auch noch hier. Dies ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Expedition. Guck. Wissen ist Reichtum. Suchst du nach einem bestimmten Buch? Nach einem bestimmten Buch? Ein Buch über Lasenit? Die Lasenit, was? Sie sind kein gnädiges Forschungsthema, weil dieses Volk in uralten Zeiten ausgestorben ist. Und deswegen gibt es über sie nicht viel Referenzmaterial. Vielleicht findest du solch alte Informationen im Kloster. Warum fragst du nicht Abt Efferin im Medrik-Kloster? Oh, da waren wir ja schon länger nicht mehr. Jetzt werden wir wieder an alte Orte zurückgeschickt. Das ist ja nice. Nicht immer nur vorwärts, vorwärts, neu, neu, neu.
sondern auch mal Alte wieder besuchen. Mögen die Götter mit dir sein. Hab Dank. Mögen die Götter. Suchst du nach Aufzeichnungen über die Lasenit? Ja. Aber wissen die das nur immer schon? Die Lasenit. Lasenit. Ich glaube, ich habe etwas über sie gesehen in alten Aufzeichnungen, die von Mönchen in uralten Zeiten hinterlassen wurden. Das ist etwas, nach dem kaum Leute suchen, also muss es sich in den Katakombenarchiven befinden. Warum siehst du nicht selbst nach? Aber es ist in einer antiken Sprache geschrieben, die nur von Mönchen genutzt wurde. Du wirst sie allein nicht lesen können. Ich habe gehört, dass es auf Burg Luterra einen Mönch namens Franz gibt, der sich mit antiker Geschichte auskennt. Wenn du die Aufzeichnungen findest, solltest du ihn um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass er dir gerne helfen wird. Okay, das ist ja da hinten. Da haben wir schon mal, wie kommen wir denn da nochmal hin? Aha. Dann haben wir hier durch die ganzen Geister. Bin ich die Einzige, die hier durchgeht? Aber die edelste, guck mal. Und die Kluft, die ich anhabe, die passt auch super zu meinem Rösslein. Das ist gerade alles richtig schön zusammen. Ah, das Buch ist sogar hier schön für mich drapiert. Die hinterlassenen Aufzeichnungen der Lasenit. Die Lasenit waren das einzige flugfähige Volk. Ihre Aufgabe war es, die Welt zu beobachten und zu leiten, aber sie betrogen die Götter und beanspruchten die Archen für sich selbst. Als Strafe für ihre Verbrechen wurden ihnen die Flügel genommen. Oha. Das heißt, vielleicht existieren sie immer noch. Und sie sind quasi deswegen verschollen, in Anführungsstrichen, weil es die ursprünglichen nicht mehr gab. Bitte, Bruder Franz, den Text zu entziffern. Wir haben ihn ja eigentlich schon entziffert, hä? Guck mal, hier sind noch ganz viele unentdeckte Gebiete. Was, der steht hier direkt neben dem... Okay, soll mir recht sein. Ach, er ist es, der immer sagte, bitte Triporter aktivieren. Das steht in einem Text über die Lasenit, der im Medrik-Kloster aufbewahrt wird. Was? Was steht da? Die Lasenit sind das erste Volk, das nach dem Abbild von Regulus selbst erschaffen wurde. Vor langer Zeit raubten sie die Arche und brachten sie zur Erde, um die Welt zu beschützen. Da sie ihre Pflicht als Beobachter ignoriert hatten, zogen die Lasenit den Zorn der Götter auf sich und verloren als Strafe ihre Flügel. Also eigentlich so gefallene Engel. Sie durften nicht länger so frei wie die Beobachter über die Himmel von Arkesia fliegen. Es heißt, in den Katakomben von Burg Luterra gebe es eine Aufzeichnung, die zu dieser hier passt. Aber das ist auch der Ort, an dem sie die Seelen von Dämonen einsperren. Also wird es schwer, daran zu kommen. Naja, da kennen wir uns ja schon ein bisschen aus, hm? Aha, da hinten, Keller der Kathedrale, gibt es eine neue Quest. Na, was müssen wir machen? Finde die Aufzeichnung Katakomben. Ja, wahrscheinlich müssen wir da in den Keller, wenn da so gerade eine ganz zufällig eine Quest da hinten aufgeploppt ist. Ich bin sicher, dann wahrscheinlich für uns. Dich und seine Majestät auch mit solchen Statuen ehren. Mich? Och, ich möchte da nicht in so einer Stadt als Statue herumstehen. Ganz ehrlich gesagt. Wie
Bete bitte mit uns, auf dass wir die aufhalten, deren Erwachen bevorsteht. Das werde ich. Die Katakomben vor dir enthalten die gebannten Geister der Dämonen aus dem Großen Krieg. Während des Krieges kanalisierte Mikaela die Macht der Götter und sperrte die Dämonen in diese Kugel. Wir müssen sie in die Katakomben bringen. Allerdings befinden sich böse Geister darin, die beunruhigt stark geworden sind. Hä? In der Kugel sind sie und die Kugel soll ich jetzt da reinbringen und die da drinnen bannen und bla, was? Bin mir sicher, dass die Königsritterin mit ihnen fertig wird. Bringe diese Kugel in den Grabstein der Gefangenschaft. Ich glaube, manche Sachen sind wirklich eigenartig übersetzt. Na denn, hinein ins Vergnügen. Keller der Kathedrale. Oh, edel. Da haust schon was. Er spricht mit mir. Finde die Aufzeichnung. Brenne die Dämonenseele in den Grabstein. Hierhin. Hier? Okay. Ah, neue Rekruten? Ha, gute Arbeit. Du bist ziemlich nützlich. Was? Ich bin aber kein Dämon. Dank dir habe ich viele neue Freunde getroffen. Mir wird eine ganze Weile nicht langweilig sein. Okay. Oh, ich gerade gedacht, er schickt mich jetzt noch auf weitere Aufgaben. Sind das die Aufzeichnungen? Hier geht es aber noch weiter. Es ist ein Unbekannt in einer unbekannten Sprache verfasst. Die meisten Lasenit kehrten nach Elgazia zurück. Der einzige geflügelte Lasenit verblieb an der heiligen Stätte von Trixion, um die Zukunft der Welt zu verfolgen. Und das ist Beatrice? Einige andere Lasenit verblieben in Arkesia, um als göttliche Augen zu dienen. Das heißt aber, dass noch welche existieren. Irgendwo geheim und versteckt. Ich laufe mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was da hinten noch ist. Ein fetter Dämon. Ein Boss. Aber hier ist es leer. Ich dachte, ich werde hier jetzt von Dämonen. Ich muss mich erstmal durch Dämonen schnetzeln, dachte ich. Beschriftet mit Namen und Eckdaten der Toten. Grabstein im Keller der Kathedrale von Kadan. Hier liegen wir mit dem Abschluss von Burg Lutera. Lebenden werden sie nie vergessen, eure Seelen, die das Burggemäuer nie mehr verlassen. Göttin des Schicksals erleuchte ihren Pfad, junger Narr, verloren auf der langen Reise, die vor euch lag. Ihr durchquert die sengenden arthenischen Wüsten, die ihr badet in sanftem Mondlicht des Hafens und der Küsten. Ihr öffnet den kleinen Pfad in Tortik, ganz gleich die Kosten, hier aufsteigt wie die Sonne am westlichen Himmel Lutaras und untergeht im Osten. Die absorbiert Roh Händels dunkle Schatten so selbstlos, die ihr schenkt der punikanischen Frau die Ros. Einsiedler versteckt mit der himmlischen Klinge ein für allemal. Bei eurer Rückkehr von eurem langen Weg durch Berg und Tal findet ihr die von gebrochenen Seelen erbaute Burg mit hohen Hallen und ihre Wände werden niemals schwanken, niemals fallen. Das Jahr der Gründung von Lutera. Kommt mir jetzt ein bisschen vor wie ein Rätsel, wenn man das alles vielleicht besucht. Oder irgendwas gibt. Weil das ist irgendwie so eine Rundreise einmal quer durch die ganze Welt. Kommt es mir gerade vor. Ah, das hat bestimmt noch irgendeinen Sinn hier. Okay. Euch mit dem Dämon. Vielleicht ist das hier einer. Obwohl, nee, ist so ein Dämon. Gucken, ob bei den anderen auch sowas steht, wenn man lesen kann.
Da war nämlich nochmal so ein Altar mit so einer Kugel. Wohin? Oh, das sieht ja auch edel aus. Ah, das ist wieder so einer, wie ich mit diesen komischen Hörnerflügeln. Ah. Nee, sieht nur schön aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Monstranz oder sowas. Wieso sollte ich denn mit ihm sprechen, hä? Willst du dir etwa die alten Archive hier ansehen? Ich hab schon reingespickelt. Oh, er hat noch eine Quest. Ich weiß, wie lächerlich das ist, aber ich korrigiere keine menschlichen Interpretationen. Warum fragst du nicht diesen Mönch Mikkel dort draußen? Der ist gut genug für einen Menschen. Richte ihm meine Grüße aus. Und hol mich heraus, ich bin eigentlich gar kein Dämon. Du musst mir glauben. Nein? Ach, na gut. Aber du könntest trotzdem diesen Brief für mich an Mikkel überbringen. Das wäre großartig. Er wartet schon drauf, wirklich. Okay, wenn wir hier Kartenpäckchen kriegen dafür, habe ich nichts dagegen. Wer weiß, was auf den Briefen steht. Ich hoffe, ich trage da mit den Briefen jetzt nichts raus, was nicht an Sonnenlicht gelangen sollte. Bete bitte mit uns, auf dass wir die aufhalten, deren Erwachen bevorsteht. Ach, die Sonne. Auch viel schöner. Ich glaube nicht, dass die hier das so weit hier reinranken lassen würden. Das würden die wahrscheinlich abschneiden, oder? Was ist denn hier? Was bewachen die Kinder hier? Nur Kinder? Was du mir erzählt hast, ist also eine Aufzeichnung der Lasenet im Untergrundfriedhof? Ja, die lag da rum. Und du sagst, sie war direkt hier in den Katakomben? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Laut diesen Informationen ist es möglich, dass irgendwo in Arkeja noch ein Lasenet existiert. Diese Worte erinnern mich an einen Grabstein, den ich auf meiner Pilgerreise in Luterra sah. Darauf war ein Zitat eingraviert und ausgehend von deiner Geschichte denke ich, dass es vom gleichen Autor wie diese Aufzeichnung stammen muss. Es könnte ein von den Lasenit hinterlassener Hinweis sein. Du solltest dir diesen Grabstein ansehen. Er befindet sich in einer gut beleuchteten Ecke bei der Versammlungshalle der Dämmerung auf dem Sonnenhügel. Und dann haben wir noch einen Zettel vom Dämon. Das ist eine veraltete Schrift, die in uralten Zeiten von Dämonen benutzt wurde. Ich dachte, ich hätte alle Referenzmaterialien in den Archiven gelesen. Woher hast du das? Ja, von Nomit, dem Dämon. Oh. Lass uns einfach so tun, als hätte ich das nicht gerade gelesen. Und bitte erzähl niemand anderem, dass du mir das gegeben hast. Ich habe damit nichts zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich werde es einfach wegwerfen. Ne, wer es glaubt. Hat das noch ein Nachspiel? Ich weiß nicht. Wir machen mal hier auf. Wir machen mal noch Scroll auf. Dann. Ach, wenn man zu früh drückt, geht's immer nicht. Das hat immer noch mal so einen Cooldown. Ist das random? Ja, ich kann da nichts anklicken, ne? Ja. Oh, ein normales! Na genau, so auch nochmal öffnen immer. Und nur zweimal. Liefer. Wer immer das ist. Belita. Wir wollen sie ja alle. Von dem her freuen wir uns auch über alle. Die Eule. Bei dem anderen habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Wir wollen aber gleich nochmal schauen. So, was haben wir denn neu? Nahun, ja. Asta. Die Asta haben wir uns jetzt einverleibt. Hier sieht man nichts. So, hier. Belita. Eine Wahlhüterin, die äußerst großzügig und sehr fürsorglich ist. Ich glaube, die haben wir noch nicht kennengelernt.
Die passt hier überall rein. Nahun, das ist klar. Ein hochrangiger Hofmagier aus Lutera, der verschiedene Gebäude im Königreich sowie auch König Lutheras Grab errichtet hat. Sein Geist wacht auch nach seinem Tod noch über das Grab des Königs. Ah, da sieht man Lutera mal selber. Sieht schon sehr ähnlich aus, hein? Zu seinem Ur-Ur-Ur-Enkel. Okay, das sind die neuen. Alifair wollte ich noch gucken. Ein entspannter Geist, der nach Elsowin haust, der nahe Elsowin haust, immer hungrig ist, nur zu gerne leckere Sachen. Werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Okay, wo müssen wir denn da hin? Da hinten. Okay, dann starten wir da gleich mal hin.